Hallo, hier ist Christoph von Tab.de und wir sind hier am Stand von ZTE und wir schauen uns das neue ZTE Gran Memo 2 LTE an. Ein Gerät, das hier zum Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt wurde. Es sollte ein eher günstigeres Phablet sein. Es hat ein 6 Zoll Display mit einem TFT Display mit einer Auflösung von 1280x720. Das heißt, es ist schon einmal kein Full HD Display. Das Besondere aber an dem Gerät ist eigentlich, dass hier das Display zu Gehäuseverhältnis bei 80% liegt. Das heißt, wenn man hier auf der Vorderseite sieht, dann ist das wirklich ein großes Display, aber nur sehr wenig Rahmen. Auf der Vorderseite sehen wir auch noch hier eine Kamera, die Lautsprecher natürlich sowie Sensoren und hier on-screen dann auch die Tasten. Und die Rückseite sieht dann etwas eleganter aus mit einem Art Carbon-Look. Zudem haben wir hier auch eine 13-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz. Die kommt natürlich mit einem Sony-Sensor, der in vielen Geräten ja verbaut ist. Auf der Unterseite haben wir dann hier den Lautsprecher sowie hier einen USB- oder Micro-USB-Anschluss, während dem man auf der Oberseite einen Audio-Anschluss hat. Auf der rechten Seite befinden sich dann zwei SIM-Karten-Slots, das heißt ein Dual-SIM-Gerät und natürlich hier der On-Off-Button und dann auf der linken Seite der Volume-Rocker. Ansonsten vom Gerät, hier ist nur ein Qualcomm Snapdragon 400 Prozessor integriert, das heißt, das ist kein High-End-Gerät, sondern nur ein Mid-Range- bzw. Low-End-Phablet und hat aber trotzdem noch 2 GB Arbeitsspeicher, natürlich auch dabei GPS, Wi-Fi, APGN und weitere Verbindungsarten natürlich, wie zum Beispiel Bluetooth 4.0. Ja, als Betriebssystem kommt hier schon Android KitKat zum Einsatz mit der eigenen Oberfläche, was aber ein bisschen an Android iOS 7 erinnert mit den relativ flatten oder flachen Icons sowie auch bunte Icons. Und so macht es eigentlich auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Allerdings hier vom Menü her wirkt es dann teilweise etwas ungewohnt. Einfach durch diese chinesische Oberfläche. Ob ZTE bzw. ob dieses ZTE Gran Memo 2 LTE auch nach Deutschland kommt, wissen wir jetzt momentan noch nicht. Aber hier macht es mal einen mittelmäßigen Eindruck. Das war's. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.